Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man unter Excel einfache Suchfelder anlegen kann, mit deren Hilfe man in einem bestimmten Datenbereich bestimmte Begriffe farbig unterlegt. Die hier gezeigte Technik benötigt keine Makros und auch kein VBA, sodass die Dateien anschließend als Standard XLSX-Dateien unter Excel abgelegt werden können. Wir sehen hier zunächst die fertige Datei. Ich kann in dieses Suchfeld einen Begriff eingeben. Anschließend werden mir in diesem Datenbereich die entsprechenden Felder farbig unterlegt. Ich habe hier ein zweites Suchfeld angelegt und kann somit auch einen weiteren Begriff farbig unterlegen lassen. Zur Vorgehensweise. In dieses Feld schreibe ich nun zunächst einfach den Begriff Suche. Das Ganze führe ich zweimal durch und werde in der Zelle daneben später den Begriff eingeben können, nachdem ich in diesem Datenfeld suche. Für das erste Feld werde ich eine geschickte Vorgehensweise wählen, bei der man sofort zum fertigen Ergebnis kommt. Für das zweite Feld werde ich einige Umwege gehen, die mir aber ermöglichen zu erkennen, wie man später bestimmte Dinge in der Suchfunktion ändern kann. Für das erste Suchfeld markiere ich zunächst den Bereich, in dem ich suchen möchte, gehe auf bedingte Formatierung, neue Regel, Zellen, nur Zellen formatieren, die enthalten und suche hier für Zellwert gleich, gehe in diese Zelle und klicke die Zelle an, in der ich den Suchbegriff eingeben möchte. Anschließend muss ich festlegen, welcher Effekt hier auftreten soll. Das heißt, ich fülle in diesem Fall mit einem hellen Gelb das Feld aus. Okay. Und schon werden alle entsprechenden Begriffe, die ich hier eingegeben habe, in diesem Datenbereich gelb unterlegt. Für das zweite Suchfeld werde ich zunächst etwas ungeschickter vorgehen, aber das ermöglicht mir halt, dass ich auch sehen kann, wie man später Änderungen vornimmt, um zum Beispiel den Datenbereich wieder zu verändern. Gehe wieder auf bedingte Formatierung, neue Regel, gehe wieder auf nur Zellen formatieren, die enthalten. Gebe hier den Wert gleich wieder ein, Zellwert gleich. Gebe hier zunächst wieder diese Zelle ein und springe nun einfach hier raus. Ich habe schlicht vergessen, ein Format anzugeben. Das heißt, wenn ich nun Adrian eingebe, geschieht schlicht und einfach gar nichts. Denn ich habe überhaupt nicht mitgeteilt, inwiefern sich hier etwas ändern soll. Um das Ganze zu ändern, gehe ich nun auf Regel verwalten, schaue mir in diesem Arbeitsblatt die Regeln an, die ich festgelegt habe, und ich stelle fest, dass ich tatsächlich zwei Fehler habe, denn ich habe kein Format festgelegt für dieses Feld. Und ich habe auch nicht festgelegt, dass das Ganze auf diesen Bereich angewendet werden soll. Das werde ich nun ändern. Dazu gehe ich auf Regel bearbeiten. Lege zunächst das Format fest. Unterlege das Ganze mit einer anderen Farbe. Und muss an dieser Stelle nun eingeben, auf welchem Bereich ich das Ganze anwenden möchte. Dazu lösche ich diese Zelle und markiere nun mit der Maus den Bereich, auf den ich das anwenden möchte. Und siehe da, ich kann nun beliebige Begriffe angeben, zum Beispiel Peter oder auch wiederum Sarah. Und die entsprechenden Werte werden farbig unterlegt. Wenn Sie sich erstmal vertraut gemacht haben mit dem Regeln bearbeiten,
können Sie jederzeit die Bereiche ändern, in denen Sie nach bestimmten Werten suchen, und Sie können natürlich auch weitere Suchfelder anlegen und können das Ganze, wie gesagt, in einer Standard-Excel-Datei abspeichern. In einem weiteren Video werde ich eine andere Methodik vorstellen, mit der man in ein beliebiges Feld klicken kann, woraufhin alle Felder farbig markiert werden, die genau diesen Wert enthalten. Das wird allerdings nicht mit Standardbordmitteln von Excel möglich sein. Dazu werde ich mit VBA programmieren müssen, sodass dann das Abspeichern unter einer Standard-Excel-Datei nicht mehr möglich sein wird. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.